Hallöchen und herzlich willkommen zu 7 Days to Die mit der Asiamat hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe die Nacht überlebt. Tatsache. Ich bin hier so in zwei kleine Gebäude gegangen, habe hier Kisten hingestellt. Also die Sachen, die werden auch erstmal hier bleiben. Ich habe das irgendwie aus dieser Kiste hier rausgeholt, habe mir ein Lagerfeuer gemacht, mache jetzt hier Wasser und gekochten Reis. Und ja. Ich habe einen anderen Bogen gefunden, tatsächlich. Der ist sogar besser. Mit der Dings drin. Ich habe nur keine Pfeile. Deswegen kann der auch erstmal hier bleiben. Den holen wir dann später nochmal wieder ab. Ja, hier war auch noch was drin, was hier oben rein kann. So, ach so, warte mal. Das nicht. Das ja, das auch. Ja. Und wir machen uns jetzt bereit. Den werde ich nochmal reparieren. Die Schaufel habe ich repariert. Knüppel. Ach so, genau, den habe ich als Scrap, weil ich ja hier mit ihm hier unterwegs bin. Und dann kann die hier runter. Dann haben wir nämlich hier auch noch ein bisschen Platz drin. Ich glaube aber, ich werde erstmal noch ein. Die Sachen hier auch einfach erstmal hier lassen. Und dann kann ich ja nachher immer noch. Die kann ich ja nachher immer noch abholen, denn die ich halt erstmal nicht brauche. Das kann ich gar nicht wegmachen. Okay. Genau, ein bisschen Fisch habe ich gefunden. Ein bisschen mehr Fisch habe ich gefunden. Genau, das kommt auf jeden Fall hier mit. Die Spitzhacke brauche ich ja eigentlich auch nicht. Eigentlich. Genau, hier ist ein bisschen Essen. Steine zum Reparieren, das kann ich ja nicht wegmachen. Geld brauche ich ja eigentlich auch nicht. Das ist zum Reparieren. Das ist, falls ich mich verletze. Und okay, warte mal, aber hier draus kann ich ja eigentlich noch Verbände machen, ne? Wann, wie viel kann ich? 33, ja gut, 33 brauche ich wohl nicht. Machen wir 15. Die ziehe ich mir dann auch gleich runter. Die kommen hier unten hin. So. Jo, mehr brauchen wir eigentlich auch erstmal nicht, ne, hiervon. Nö. Trinken können wir vielleicht nochmal mitnehmen. So. Jo. Jo, dann wollen wir doch mal uns hier in dieses große Gebäude begeben. Und dann werden wir uns, wenn wir das Gebäude fertig haben, werden wir uns dann auch erstmal wieder auf den Weg nach Hause machen. Das heißt, wenn wir in dieses Gebäude reinkommen und dann nicht irgendwie. Und dann nicht irgendwie durchbacken oder so. Wir sind ja hier auf dem Weg, sind wir ja durchgebackt irgendwie. Letztes Mal, keine Ahnung, was das war. Kleiner Bug. So, wir suchen jetzt erstmal hier den Eingang. Das wird, glaube ich, auch ein Großprojekt. Ist hier noch wieder Geld drin? Schade. aber das ist ja gar kein Problem. Hier sind ja auch manchmal coole Sachen drin. Ja, das lasse ich jetzt mal da. Im Geld ist auch nichts drin. Da ist wieder der Kackerhund. Na komm. Was macht der da? So, gut. Hier ist der Eingang. Ich weiß nicht, auf was ich mich da eingelassen habe. Ich möchte nicht wissen, wie oft wir sterben. Aber. Jo. Let's go, würde ich mal sagen, oder? Weiß, ich kann auch die Einstellungen. Ich kann hier nicht auf Option drücken. You feel weak? Warum ist denn das jetzt hier alles auf Englisch? Du hast dir eine tiefe Schnittwunde zugezogen. Wodurch habe ich die denn jetzt? Kann ich das benutzen? Ja. So. Ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Aber. Wir gehen jetzt erstmal hier lang und gucken mal, was es hier so Schönes gibt. Bis jetzt noch nichts. Okay. Laufen mal außen rum. Mal gucken. Es ruckelt ein bisschen. Hier wird nichts sein. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber es sieht auf jeden Fall mega geil aus.
Schaut mal hier, wie geil ist das denn gemacht, ey? Oh mein Gott. Ich bin immer wieder fasziniert von dieser Map. Von der Mod, meine ich, nicht von der Map. Hammer geil, wie schön das hier einfach aussieht. Sind hier gar keine Zombies drin? Keine Zombies? Kannst noch eine Runde planschen gehen. Sieht so schön aus. Mega geil wäre das, wenn es hier noch Fische geben würde, ne? Und hier Fische drin schwimmen würden. Das wäre ja mega cool. Das wäre mega cool. So Kois oder so. Was, glaube ich, schwer umzusetzen. Also ich höre und sehe hier tatsächlich einfach mal gar keine Zombies. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder. Aber ich weiß nicht. Das ist ja jetzt ein bisschen kacke. Wie kommen wir denn nach oben? Da oben können wir nämlich auch noch hin. Wie kommen wir denn da hin eigentlich? Wie kommen wir nach oben? Lasst uns mal einen Weg nach oben finden. Mein Auge juckt. Hui. Wie kommen wir nach oben? Ich habe noch keinen Weg nach oben gefunden. Müssen wir uns hochframen? Nee. Soll hier irgendwo einen Weg nach oben geben? Ja, zur Not framen wir uns nach oben. Auch kein Problem. Ja, wieder der Eingang. Hier ist irgendwo ein Hund. Ich hasse dich. Aber ich fühle mich tatsächlich ein bisschen sicherer mit meinem. Mit meinem Dings hier. Ja, Gips habe ich jetzt nicht. Lass mich in Ruhe. Ich muss den Weg nach oben finden. Oder ich will den Weg nach oben finden. Hab ich aber noch keine Treppe nach oben gesehen. Irgendwie. Vielleicht bin ich auch mal wieder blind. Das kann natürlich auch sein. Das glaube ich wohl mal irgendwie eher, dass ich wieder blind bin und hier den Weg nicht nach oben finde. Hier wohl wieder am Anfang. Nö. Aber das sieht so geil aus, dieses Gebäude. Ich finde das nur komisch, dass hier keine Zombies sind. So, es tut mir leid. ja, wir framen uns jetzt hier einfach mal hoch. Habe ich die Frames überhaupt mit? Wahrscheinlich. Ja, doch. Ich weiß nicht, was meine Tiere hier irgendwie immer haben, aber irgendwie ein bisschen gestört manchmal zwischendurch. So. Denn versuchen wir das mal hier. Vielleicht finden wir, wenn wir oben sind, den Weg nach unten. So. Bin hier auch aufs Dach. Ui. Was ein mega Gebäude, ey. Hier durchlaufen? Nee. Was ein krasses Gebäude, ey. So geil gemacht. Aber ich verstehe es immer noch nicht, warum hier keine Zombies sind. Irgendwie. Hier Zombies? Also ich habe in den Einstellungen auch nichts umgestellt. Wirklich nicht. Boah, hier sind ganz viele. Oh, ich habe Katana. Nee. Ein Tanto-Dolch. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Hallo, wie wollt ihr da haben? Was ist das? Schwertlanze? Lol. Was sind das denn bitte für geile Geräte? Was macht. Okay, Nahkampfschaden 6, aber. Egal. Hier überall Türen aufmachen. Kisten looten. Was weiß, was uns hier noch Schönes entgegenkommt. Oder was wir noch Schönes finden. Mega geil. Aber cool, dass wir so einen gefunden haben. Echt? Okay, ja, die kann ich einfach mal lesen. Die Kartoffel kann ich nicht. Ich lese die einfach, damit ich nachher.
Na, sagt schnell. Damit ich nachher bisschen mehr Platz habe. Ui. Wie geil. Ich habe ein Schwert gefunden. Hammer cool. Ich habe ein Schwert gefunden. Ich habe ein Schwert gefunden. So, wo geht's hier weiter? Ich möchte looten. Gehen wir hier erstmal weiter. Genau, da waren wir. Dilim, dilim. Der Ausflug hat sich doch auf jeden Fall schon mal gelohnt. Gehen wir hier mal durch. Kiste. Schöne Sachen, die wir finden. Schöne, schöne Sachen. Genau, Türen aufmachen. Nicht vergessen. Damit ich auch weiß, dass wir da schon waren. Ich habe ja sonst immer so eine Orientierung wie ein Stück Toastbrot. Und wir haben noch eine bessere Axt gefunden. Mega geil. Warte mal. So. Verändern. Rausnehmen. Das ist die bessere? 19? 16. Klar. Verändern. Rinder damit. So. Dann scrappen. Scrappen habe ich ja schon, ne? Was ist das hier? Knochenbrecher, Nahkampfschaden und Beutebonus. So. Können wir hier noch irgendwas essen? Papyrus gerne raus. Das können wir scrappen. Was mache ich da? Ach, das war. Okay. So. Irgendwo hier kloppt doch einer gegen, oder? Bin ich jetzt doof? Hier geht's weiter mit Looten. Was gibt's hier alles Schönes zu sehen und zu finden? Schöne Kisten. Oh, noch ein Schwert. Das macht 5 und meins macht 6. Noch einen schönen Bogen. Eine schöne Eisenhacke. Was ist das hier? Ziegel können wir lernen. Eine legendäre Rüstung. Gibt's hier was Schönes? Nein, hier? Nö. Kisten. Wir brauchen Kisten. Hey, mitnehmen. Alles Schönes mitnehmen. Oh, wir können jetzt hier Schmerzmittel machen. Können wir Schmerzmittel machen? Antibiotika. Auch gut. Nehmen wir alles mit. So, jetzt gehen wir hier lang. Da waren wir hier lang. Wir gehen einfach mal außen rum. Dann werden wir auch noch coole Sachen finden. Ich finde es nur ein bisschen, ich finde es echt ein bisschen komisch, dass hier keine Zombies drin sind. Jo, keine Ahnung warum. Warum hier keine sind. Hier waren wir auch noch nicht. Papier. Was sind hier Schönes? Samen, Antibiotika. Ne, hier Erste Hilfe. Antibiotika. Okay, hier waren wir. Sehr gut, hier waren wir. Ich werde bestimmt auch irgendwo wieder was vergessen haben. Aber eigentlich müssten wir jetzt ja einmal rumgelaufen sein, ne? Weil ich ja eigentlich irgendwie immer außen rumgelaufen bin. Eigentlich müsste das jetzt in diesem. Können wir eigentlich noch einen hoch oder muss ich echt hochframen? Ne? Ich habe noch keinen Weg nach unten oder nach oben gesehen. Das Gebäude vielleicht noch gar nicht fertig. Ja, auf jeden Fall sind hier überall die Türen auf. Sehr gut. Dann versuche ich mich mal nach oben zu bewegen. Dahin oder ganz oben? Machen wir es mal nach ganz oben, wa? Eigentlich in der Ducke? Nee. Hopp, 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 hopp.
Hopp, hopp, hopp. So, wir sind ganz oben. Und wir fallen ganz runter, natürlich. Was auch sonst? Und nochmal. Weil es so schön war. Einfach nochmal. Also ohne Frames kommst du hier, glaube ich, nicht weit. So. Gibt's hier oben noch was Schönes? Aber hier können wir über die ganze City gucken. Können wir über die ganze Stadt gucken. Ich weiß immer noch nicht, warum die ganzen Gebäude hier weiß sind, aber okay, das ist Eisen. Das ist, glaube ich, Stein. Und ich glaube, hier gibt es nichts, oder? Ich glaube, hier gibt es nichts. Das schlage ich jetzt auch nicht auf, weil das dauert viel zu lange. Hallo? Hopp. Ah, hier kommen wir. Okay. Gibt es hier was Schönes? Gibt es hier was Schönes? Moin. Irgendjemand zu Hause? Was ist das denn? Eine Lampe? Cool. Ist ja schick. Okay, hier gibt es nichts. Gibt es auch keine Zombies? Nee, dann wird es hier oben, glaube ich, auch gar nichts mehr geben. Können hier drüben nochmal gucken, aber. Zweifel ich, dass es hier irgendwas gibt. Nö. Vielleicht ist das Gebäude auch noch gar nicht fertig. Vielleicht kommt da ja noch irgendwie mit dem nächsten Update irgendwas. Aber hier sind ja halt, wie gesagt, hier sind auch gar keine Zombies. Ich habe mir schon voll in die Hose gemacht und dachte mir, na, wer weiß. Was hier uns erwartet, aber. Okay, hat uns eigentlich nicht so viel erwartet. Ist jetzt hier irgendwas zusammengebrochen? Das hörte sich fast so an. Weil hier sind nämlich 2500. Ne, 1000, aber darunter ist bestimmt noch was. Das wollen wir nicht. Okay, ich muss da wieder rüber. So. So. Dann gehen wir hier den schönen Weg wieder runter. Ja, dann war es das auch mit dem Gebäude. Gut. Unsere ganzen Frames hier mal wieder einsammeln. Oder einen Teil auf jeden Fall. So. Schwupp. Jetzt höre ich hier einen Zombie. Wo auch immer er ist. Irgendwo schlägt hier einer gegen. Hört ihr das? Ich weiß nur nicht, wo. Stimmt unten. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir denn jetzt hier wieder runter, ohne zu sterben am besten? Hab ich nicht, wo habe ich mich denn überhaupt hochgeframed? Das weiß ich selber nicht mehr so genau. Das weiß ich selber nicht mehr so genau. Sehe aber auch meine Frames nirgendwo. Ach so, nee, das habe ich auch an der Außenwand gemacht, ne? Irgendwo hier draußen gemacht. Ich weiß noch nicht mehr auf welcher Seite. Da. Gefunden. Gefunden. So. So. So, unsere ganzen Frames wieder eingesammelt. Wie bin ich denn hier hin? Auf jeden Fall ein mega cooles Gebäude, aber ich habe mir ein bisschen mehr davon versprochen, um ehrlich zu sein. Aber egal. Es ist trotzdem ein mega schönes Gebäude. So viel Liebe zum Detail, sagt man das so? Ja, ne? Mega geil. Einfach nur der Hammer. Diesem schönen Baum hier. Gehe ich hier durchs Wasser? Oder geht hier gerade ein Zombie im Wasser? Hallo, ich möchte hier meinen. Wie heißt das? Tanto! Hier ist doch irgendwo ein Zombie. Ich höre ihn doch. Wo bist du denn? Hallo, Zombie.
Zombie. Hallo? Ich weiß nicht, wo die Zombies sind. Also ich höre sie. Aber sind die hier ganz draußen? Es hörte sich doch gerade an, als ob irgendeiner durchs Wasser watschelt, ne? Ja, denn nicht, ne? Wenn hier keiner will, dann Pech. So. Okay. Was machen wir denn jetzt noch? Weil das war ja irgendwie nicht so. Also wir gehen auf jeden Fall, kommen wir hier zu der Stadt, kommen wir auf jeden Fall nochmal wieder. Gar keine Frage. Aber das Gebäude ist echt cool, aber hat mich echt gewundert, dass da keine Zombies drin sind. Gehen wir mal hier oben gucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich backe hier gleich wieder durch die Wand durch. Durch den Boden, weil hier nichts ist. Ich muss echt nochmal irgendwie in den Einstellungen gucken, bevor ich das Spiel starte, was es da Schönes gibt. Aber. Okay, wieso bin ich schon wieder infiziert? Keine Ahnung. So, Papier kann weg. Der macht 6 und ich mach. Ne, andersrum. Der macht 5 und ich mach 6. So, das können wir auch nochmal ein bisschen benutzen. Kann ich nicht benutzen. Alles klar. Das kann auch mal weg. Trinken wäre nicht schlecht. So. Hallo, jemand zu Hause? Sind hier wenigstens? Ui, okay, sie spawnen gerade alle. Okay, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Was ist mit ihm hier? Bin noch nicht so ganz überzeugt von dieser Lanze hier, aber vielleicht muss ich damit auch einfach nur erstmal umgehen üben. Dann nehmen wir nochmal hier den Dolch. Ja. Ich glaube, wir müssen einfach einen besseren finden, dann macht er, glaube ich, auch mehr Schaden oder den einfach mit irgendwas da reinmachen. Aber ich habe ja hier immer noch mein Special-Werkzeug. Aber wir gehen auf jeden Fall in dieses Gebäude nochmal rein. Auf jeden Fall sind Zombies. Sind Zombies auf der Map. Wie ihr sehen könnt, nur irgendwie nicht in dem Riesengebäude. Vielleicht ist es auch mit Absicht gemacht, das weiß ich nicht. Das kann ich euch leider nicht sagen. Steckt da leider nicht drin. Krümel, was du denn da? Was meinst du denn da? So. Hallo, guten Tag. Boah, was ist das denn hier alles? Ach cool, verschiedene Trommeln. Cool. Wie cool. Wie geil. Das ist ja cool hier. Weiß nicht, ob das alles die Entwickler sind oder ob da, also einige sind davon Entwickler oder ob das auch Leute sind, die einfach so. Oh, hammer cool mit den Trommeln. Hammer geil. Hammer geil. Mega cool gemacht. Den auch noch Namen. Mega. 7 Days Modding Community. Mega cool. Fun Pimps. Hammer geil. Hammer mega cool.
Das ist ja richtig geil gemacht hier. Zockerrübe. Lull. Die ganzen Namen. Hammergeil. Mega. Voll cool. So ein kleines Community-Gebäude. Oder ist das hier so ein Community-Platz? Das kann natürlich auch sein. Hammer. Mega geil. Richtig, richtig cool. Wusste ich gar nicht, dass die sowas gemacht haben. Hammergeil. Hier ist auch noch Mombi. Okay, wahrscheinlich sind hier mehrere Mombis. Ja, es sind ein paar mehr Mombis. Ja, komm. Ja, komm. Oh, keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Komm schon. Sterbe, bitte. Du musst vor mir sterben, okay? Wäre sehr nett. Schade, dass man nicht irgendwie Kisten befüllen kann und die dann mitschleppen kann. Was soll ja auch nicht einfach sein, ne? Habe ich schon wieder so viele Sachen. Kannst du jetzt bitte umkippen? Hallo, sterbe. Danke. Sterbe. So, gibt's hier Schönes? Wieder Ziegel. Ist hier draußen was Schönes? Schöne Landschaft, ein kleines süßes Gebäude. Und ein paar Zombies. Oh, etwas fallen lassen. Schön. Du tot? Nee. Jetzt? Ja. Jetzt noch du. So. So. Was gibt's hier für mich? Sushi. Was gibt's hier Schönes? Geld. Geld. Geld ist immer gut. Verband. Sehr gut. Reis. Sushi können wir mal inhalieren. Ist das hier so, ja. Glas kann erstmal weg. Das kann auch erstmal weg. Die Ziegel will ich auch erstmal nicht haben. Was ist das denn hier? Ach so, ich habe das nicht gesehen, wie ich schon zugehört. Das kann auch erstmal weg. Und das kann auch erstmal weg. So, sehr gut. So, gehen wir hier in das kleine Gebäude nochmal und dann in das da. Aber erstmal muss ich mir den Weg freikämpfen und ihn den Kopf abschlagen. So. Moinsen. Na klar. Na klar. Was auch sonst? Hallo. Bitte. Sind diesen Drecksköter. Ich hasse ihn einfach. Ja, das gehen wir hier auch gleich nochmal rein. Ja, ich habe mir mein Bein gebrochen. Super. Komm, essen. Ein bisschen Ausdauerskillen. So. So. Man, gut, es ist Tag und nicht Nacht. Laufen die wenigstens nicht so gestört. So. Lass mich jetzt bitte. War doch schon wieder so klar, dass hier irgendwo so ein scheiß Drecksköter sein muss, ne? Ist ja nicht nur einer, sind ja zwei. Ja, weil die. Ich liebe die Hundis. Ich liebe sie einfach. Nicht. Oh Mann, ey. Aber
Die gehören ja nun mal zum Spiel dazu, ne? Wie Krümel und die ganzen anderen. Zombie-Mombies. Ich bin jetzt wieder nicht so schnell unterwegs. Was ein Wunder. Ich habe nämlich irgendwie habe ich schon wieder alles. So, reparieren. Sehr gut. So, immer schön hier rohen Reis essen. Nee. Soja? Nee. Das hier bitte machen. Es geht auch die Gesundheit ein bisschen hoch. Nicht so viel, aber ein bisschen. So, komm schon. Komm schon. So. Was möchtest du denn jetzt? Bist du schon wieder der Nachzügler? Hast du gewartet, bis hier alles vorbei ist oder was? Du hast eh keine Chance gegen meinen Steinhammer. So, was ist hier Schönes drin? Nichts. Na toll. Und dafür habe ich jetzt mit diesem blöden Hund gekämpft. Na toll. Na tolle Wurst. So, bisschen Radieschen gefunden. So, da waren wir ja da überall drin. Und in dem da waren wir auch noch nicht, ne? Ich hoffe, dass da jetzt nicht so viele Zombies drin sind. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Leben. Und alles klar. Es ist einfach alles da drin. Ich höre auch schon wieder irgendwo einen Hund knurren. Oder? Da oben. Ich sehe ihn doch schon. Da oben ist der kleine Hund. Da sind schon ein paar mehr Zombies in dem Gebäude. Wo kommt er denn auf einmal her? Alles klar. Wo kommt die denn hier so angesprintet? Naja, was ist denn falsch bei euch? Hallo, könnt ihr mich mal bitte in Ruhe lassen? Ich habe euch gar nichts getan. Ich möchte einfach nur in das Gebäude rein. Ja, quietsch du mal. Ich hoffe, dass wir das überleben. Bitte Daumen drücken, aber wenn es so weitergeht, dann werde ich es wahrscheinlich nicht überleben. Kommt bestimmt gleich wieder einer von hinten. Na klar, kommt hier einer von hinten. Hallo? Bitte sterb mit einem Schlag. Mit zwei Schlägen? Nee? Okay. Oh doch. Er ist einfach verbrannt. Krümel! Soll sich doch nicht immer so überanstrengen. Okay, so. Einfach. Mal. Hier, da ist Gesundheit. Da ist Gesundheit. Und schon, essen. So. Ist jetzt hier noch irgendwo was drin? Ich bin auch schon wieder infiziert. Natürlich bin ich infiziert. Aber wir finden bestimmt auf dem Weg bestimmt noch irgendwo Honig. Ja, na klar, ihr habt das nicht mitgekriegt, oder was? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich kriege das auch immer nicht mit, wenn neben mir gekämpft wird. So. Was hat er denn hier für ein Movement? Ich höre, glaube ich, schon wieder einen Hund und ich glaube, wir werden auch sterben an dem Köter. Oh, Alter, ey, das ist mir hier gerade ein bisschen zu crazy. Nee, bitte, bitte sterben. Nein, nicht ich sterben, bitte du sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Raus damit und raus damit. Trinken. Essen. Ich habe Reparaturkit gefunden. Das ist ja nicht der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist das hier? Alles klar, ich bin überladen.
Bin ich überladen? Bin ich überladen? Warum kann ich nicht laufen? Okay, ich steckte, glaube ich, einfach nur fest. So ein Erste-Hilfe-Kit oder so wäre jetzt vielleicht auch nicht schlecht, bitte. Nee, aber Essen. 80 Gesundheit, lol. Bitte, gib mir Gesundheit. Oh Gott. Um Gottes Willen, das gibt's ja gar nicht. So. Oh Gott. Ich weiß nicht, was da oben noch auf mich wartet. Ne, ich will auch, glaube ich, gar nicht hoch. Aber. Hallo, du sollst da hoch. So. Moinsen. Gibt's hier denn Schönes, was für uns. Was dabei für uns? Wer schreit denn jetzt hier schon wieder? Ist doch gar nicht, ey. Ein Geier. Natürlich ein Geier. Liebes Spiel, wäre dir verbunden, wenn du mir ein Dings geben würdest. Wenn du mir Erste-Hilfe-Verbände geben würdest. Oder irgendwas zum Heilen. Das wäre sehr freundlich von dir. Bitte, komm schon. Oh, wenn ich die Geier schon wieder... Ich hasse die Tiere einfach in dem Spielchen. Ich hasse sie einfach echt. Außer die Schweine, die mich in Ruhe lassen. Die hasse ich nicht. Aber sonst hasse ich alle Tiere im Spiel. Money, money, money. Papier kann raus und das können wir lesen. So, das kann auch erstmal weg. Ja, Papier finden wir ja eigentlich relativ gut. Das hab ich hier gar nicht. Blasewalk. So. Dann klettern wir doch mal wieder nach unten. Ach, mit noch einen nach unten, ne? Wir müssen noch einen nach unten. So. So. So, ihr Lieben, was uns in dem Gebäude erwartet, wahrscheinlich genauso wie da, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und adios, bis zum nächsten Mal.